Als wir uns kennenlernten, kam uns bald der Gedanke, aus unserer beider Hände eine Familie wachsen zu lassen. Dabei haben wir uns gefragt, was ist das eigentlich, eine Familie? Wir waren uns sofort einig, es muss mehr geben als ein bloßes Verwandtschaftsverhältnis, als ein jährliches Treffen unterm Weihnachtsbaum oder am Geburtstagstisch. Unsere Familie sollte ein Gefühl sein, sowas wie Heimat. Ein Platz zum Runterkommen, Auftanken und gleichzeitig voller Trubel und Lebhaftigkeit. Ein Raum, in dem sich jeder für sich frei entwickeln kann, wir aber gleichzeitig gemeinsam wachsen. Dass das natürlich nie ohne Räubung verläuft, ist jedem bewusst. Fast jedes Wir benötigt einen Kompromiss. Das Gefühl Familie ist dann aber das Schmierfett, welches die Reibung mildert und hilft, den Kompromiss zum Erfolg wachsen zu lassen. Dieses Wissen im Kopf hilft auch jene Arbeit, die man als Single stets gescheut hätte, anzugehen und auch noch tief in der Nacht den kühlen Waschlappen auf eine kleine heiße Stirn zu halten oder Tag um Tag die gleichen Vokabeln zu erklären. So können wir aus vollem Herzen und mit einem Lachen im Gesicht nur Reinhard May beipflichten, wenn er singt: Ein Haus ist nur ein Zuhause, wenn eine Wiege darin steht, doch keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin.